belong to you. Ja, das ist schon eine andere Hausnummer da mit den riesen Kloppern jetzt, wa? Wahnsinn. Dass sie da oben stehen. Krass, krass. Zwei Stück, nee, drei stehen schon. Dafür haben sie ja, glaube ich, die V80 und Repower MM82 weggenommen, ne? Ja, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da war ich mal gewesen. Ja, was da oben auch schon alles rumstand, ist Wahnsinn. Ganz viele E40 und was war noch? Ach, HSW250 standen da hinten. Ist ja quasi, wenn du dann. Ist ja kurz vorm Hindenburgdamm da, der nach Sylt führt. Ja. Schon krass, ey. So verändert sich das immer weiter. Ne? Dagegen sind ja die kleinen Vestas. Naja, gut. Die Namenhöhe ist halt nicht so hoch, weil es ja nur 102 Meter oder so sind. Es ist schon spektakulär. So eine Klopper. Sehr interessant, ja. Da werde ich, glaube ich, mal mit dem Fahrrad drauf fahren da oben. Mal wieder ein bisschen bewegen. So, ich fahre jetzt hier Richtung Kursbügel. Und da sieht man die Schätzchen. Drei Stück. Ja, links habe ich schon mal eine drin sehen. Ah, schon geil, dass man die jetzt mal so ein bisschen sieht. Was ihn dann so in Elster erwartet, dann mal, die ich dann täglich von Arbeit sehe. Das ist ganz cool. Sehr geil. So, da steht Friedrich Wilhelm Lübkekoek. Genau. Fahren wir direkt auf zu. Aber irgendwie ist es schon komisch hier, Siemens Gamesa hier, diese riesen Klopper. Also hier oben an der Küste, ne? Eigentlich passt das nicht so wirklich vom Bild her, finde ich jetzt. Weil ja, da ist die Nordsee so. Ich weiß nicht irgendwie. Ich bin dazu gewöhnt, diese, ja, die kleinen Repower, die Vestas V80, V90 oder Zenvion halt so oder V112er noch, ja gut. Aber alles was größer ist, ist jetzt schon echt eigenartig hier oben so. Ist eher was fürs Wasser, ne? Aber gut, der Wind pustet ja ordentlich hier oben und von daher haben die auch so eine geringe Namenhöhe, ne? Das sind schon ein paar Klopper, wa? Und dann diese Namenhöhe, schon geil. Ha, ja, heftig. Sich da völlig ja, verloren zwischen den großen Teilen, ne? Naja. Jedenfalls ist jetzt hier die Reihe weg mit V80 und den Repower-Anlagen, so wie sie da stehen, die schönen Schätzchen. Eigentlich müsste ich von jedem Herstellern hier Jacken haben. Weil ich habe jetzt nur meine Vestas-Jacke mit, ne? Mir fehlt noch so Enercon und sowas. Zenvion. Ne, Zenvion habe ich, aber es sind ja dicke Jacken. So eine schöne, so eine dünnere, ne? Wäre nicht schlecht. Siemens, Gamesa. Ja, für jeden etwas. Das wäre cool. Auf jeden Fall. Naja, guck mal, ob ich da parken kann, dann kann ich da mit dem Fahrrad fahren, ne? Schauen wir mal, was uns erwartet. Aber eigentlich ist ja hier so ein öffentlicher Weg, also warum nicht? Es sind ja auch viele Deichbesucher, die jetzt nicht wegen Windräder hier sind, ne? Jo, da sind sie. Bin hier heute hier am 14.09.2023. Und wen das interessiert, ich habe noch ältere Videos drin. Ich kann natürlich nicht sagen, welches Jahr das war, wo ich hier war. Ja, da bin ich hier auch mit der Drohne geflogen. Und ja, hier stand dann die Reihe noch mit, ich glaube, eine Repower stand hinten und vorne hat die Vestas V80, möchte ich meinen. Da muss ich auch mal gucken. Das würde mich auch mal interessieren, wie das aussah. Das ist bestimmt ein cooler Unterschied dann. Zusammenschneiden von den Videos wäre jetzt für mich zu viel Arbeit leider, weil ich das erstmal aus meinem Archiv von der Festplatte irgendwie runtersuchen müsste. Wäre cool, ja. Aber für ein paar Sekunden so ist mir das einfach zu viel Arbeit, ehrlich gesagt. Wen es interessiert, guckt einfach mal rein. Zu diesem Windpark hier und vielleicht findet ihr da das Video oder sowas. Müsst ihr euch einfach nur vorstellen, hier standen vorher kleinere Anlagen, so wie die, also Repower und Vestas V80, ne? Ich sage, das Wetter ist richtig geil, also cool, ne? Richtig cool. Was für eine Aussicht hier. Na, hier werde ich jetzt mit dem Fahrrad mal starten, ein bisschen rumfahren. Da muss ich mich mal ein bisschen bewegen. Ein bisschen, ne? Ja, das sind schon ein paar Klopper, du. Mit ihrer Namenhöhe auch. Ich weiß nicht, ob die jetzt 6 Megawatt haben oder 6,6. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Die in Elster haben ja dann 6,6. Werden die wahrscheinlich hier auch haben. Nee. Ja, 102,5 Meter Namenhöhe haben sie. Siemens Gamesa 155er. Mit Container hinten dran halt, ne? So. So sieht's aus. Mäh!
Mikrokasten. Kann man noch leicht verwechseln mit dem Zypress, ne? Gut, die haben jetzt keinen Container drunter, aber ja, die Hersteller bauen immer mehr so eckig. Ach, die Anlagen sind mir eigentlich auch die liebsten hier, die kleinen, ne? Nicht so eine großen. Die hier, MM82. Mit ihren fetten Turm unten. Ja, wir haben noch 5 Stück hier. Ne, stehen ja auch noch welche, Mensch. Was erzähle ich denn? 4 Stück hier vorne. Und hinten haben wir nochmal. Ist das auch eine? Ja. 4, 5, 6. 7. 7 Stück haben wir dann. Müssen wir uns mal merken. Ja, immer wenn man mal hier hochkommt, hat sich's wieder verändert, ne? Zack, weg. Die nächsten bitte. Naja. Da hinten noch Zenvion. Und nochmal Repower. Ja, hier stehen noch viele Zenvion und Repower rum. Ist auch gut so. Aber man sieht halt, es verändert sich das Bild so nach und nach, wa? Müssen die Anlagen halt weichen und dann kommen die nächsten. Ich meine ja, die haben ja halt auch viel Salzluft hier oben, die müssen ja auch viel abkönnen. Achso, die Enercon EP4, ja, die 126 in Husum, in Södermarsch, die hat einen Blattschaden, ne? Schon seit längerer Zeit. Da werde ich heute mal hinfahren und das mal filmen. Da kommt ein extra Video. Ja, habe ich jetzt auch mal langsam erfahren. Ich habe viele Anfragen bekommen, was mit der Anlage ist. Ich sage, ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil die wohl schon länger still steht. Und jetzt habe ich durch Insta, ein paar haben mir geschrieben jetzt, die hat einen Blattschaden. Also vielen Dank, falls ihr das Video seht, für die Info, ne? Bin ich immer dankbar, wenn mal was Nützliches kommt. Kann man mal immer, das ist halt gut, so Community. Einer weiß immer mehr als der andere. Und so erfährt man halt mal was. Weil ich weiß ja auch nicht alles und ich kenne zwar ein paar Leutchen, so die man mal fragen könnte. Ich habe ja selbst bei Enercon gefragt auf dem Messestand, aber der wird mir ja auch nicht sagen, was mit der Anlage los ist, ne? Der wusste das bestimmt. Oder der wusste es nicht, wusste es wirklich nicht, aber ist ja auch scheißegal. Ich habe es jetzt rausgefunden. Jetzt wissen wir warum, was los ist. Die hatten einen schweren Blattschaden irgendwie. Mal gucken, ob ich da was sehe. Soll man wo was sehen? Einen dollen Riss irgendwie im Rotorblatt und ja, mal schauen. Bin mal gespannt. So, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad hier am Deich entlang. Weltschafen. Ah, heute ist ja dieser bundesweite Alarmtag wieder um 11 Uhr. Wir haben jetzt um 11. Ist gerade vorbei jetzt. Aber mein Handy hat nicht gedingt. Das ist gut. Alles richtig gemacht. Ja, sieht schon grattenscharf aus, wa? Die langen Latschen. Boah. Geil. Oh ne, jetzt macht mein Handy auch Krach. Oh, halt die Fresse, ey. Da vibriert meine Tasche. Ja, ist nur mein Handy scharfe. Tut mir leid für diesen Krach. Mensch. Oh. Muss ich doch mal gucken, was da drauf steht, ne? Notfallalarm hier. Probealarm. Habt ihr sicherlich jetzt auch gerade alle mitbekommen. Auf euer Telefon oder so. Wir hätten noch ein bisschen weniger die 90 Meter in Armhöhe nehmen sollen. Das wäre noch ein bisschen geiler. So wenig wie möglich. So die 138 hier oben hinballern auf ihren 77 oder 78 Meter. Nee, 78 Meter Turm. Genau. Das wäre doch geil. Ja. Ja, Schafe. Bleibt ruhig stehen. Ich fahre nur vorbei. Keine Angst. Ja? Bleibt ganz cool. Bleibt ganz cool, wa? Die tue ich nichts. Ja. Ich glaube, hier fährt nicht öfters jemand, nicht so oft mit jemand mit dem Fahrrad hier lang, weil die gucken mich ganz komisch an. Jetzt woanders, Nordstrandisch Moor da hinten, da an die Ecke, das juckt die ja auch nicht da mehr. Da sind so viele Touris, ne? Aber hier? Hier ist noch deine Ruhe, hier ist kein Schwein. Ja, das sind noch die besten hier. Türme sind das hier, ne? Zwei Turmteile, krass. Hier kommen auch die Latschen schön weit unten an, ne? Was hatten die für eine Armhöhe? 60 Meter? Ja, so den Dreh müsste haben, wa? Oder 55 bis 60 Meter, würde ich jetzt sagen. Schön. Passt richtig gut hier hin. Richtig geil. Gehen wir mal filmen. Das sieht schon toll aus, ey. Also die alten sind mir viel, viel sympathischer, die alten Anlagen, als diese großen neuen, muss ich sagen. Die haben noch richtig Charme, die alten. Ja, die Anfangszeit der Windenergie war eigentlich mit der beste, fand ich, so dieser Boom. Wo die Kleinanlagen alle errichtet wurden, sowas hier, ne? Oder wo die E66, wo man schon gestaunt hat, boah,
E66, wow, wie groß ist die eigentlich, ey? Und dann hatte ich die ersten ja in Groß-Söberitz gesehen, in Zürbich da, ne? Auf Kletterschalenbauweise, auf diesen 100 Meter oder 99 Meter Turm, das war gigantisch, ne? Und jetzt, wenn du die so stehen siehst, die E66 und daneben halt 138 oder so, es ist schon unglaublich eigentlich, ne? Unglaublich. Ich weiß echt, damals noch die E66, da kannte ich eigentlich nur E40 und die Südwind S46 und sowas Kleines halt, ne? So bis 50 Meter Rotordurchmesse, aber dann so die E66, das war schon, boah, Wahnsinn. Ach, das ist schon schön. Ich habe Rückenwind, deswegen fährt sich das so entspannt. Dann warten wir ab nachher mit dem voller Wind dann. Hier kam ich hoch. Ah ne, ich bleib mal noch hier. Ja, alles klar. Du, lauf mir nicht in der Karre, ha? Kollege. Schnürschuh. Da schubbeln sie sich immer hier. Ist richtig eine Spur dran. Ja, wunderbar. Und kein Mensch hier. Das ist noch schöner. Kein Schwein. Er hat hier seine Ruhe. Einfach toll. Und die Windräder hören eigentlich hier nach Norddeutschland. Auf jeden Fall hören die dazu. Also ohne die wäre es langweilig. Zwar nicht so in Massen, ja. Und auch bedacht aufgestellt und nicht einfach querfällt ein überall. Wo es passen könnte, kommt ihr dahin. Sondern wirklich so ausgewählte Standorte, die wirklich gut passen. Wo auch sich die Anwohner arrangieren können vielleicht. Und halt profitieren von den Windrädern noch hier. Ne? Na, die Sonne kommt schön raus und es wird wärmer. Wie gesagt, heute früh waren 8 Grad. Das war ziemlich frisch. Nichts mehr gewöhnt. Na, warte mal ab, wenn der Winter kommt, du. Vielleicht wird es wieder so ein milder. Ich hoffe, er zieht sich nicht wieder so lang wie der letzte. Ey. Ach, irgendwie war das zu lang. Und der Sommer ist so schnell vergangen wieder. Ja, naja. So, eine Repower hat gestoppt. Und da seht ihr nochmal hinten die großen Teile, wie sie so wirken halt, ne, von weiter weg. Ja, und dann halt die ganzen Reihe hier, die Bestes vorne 12er, dazwischen halt nochmal eine V80. Ich glaube, es war eine V80. Ja, dann halt weiter 112 hinter Senvion, 3XM und ja, immer weiter Vestas und dann halt hinten nochmal haben wir nochmal die Senvion, ne? Wo auch eine still steht. Da ist er.